Hallo ihr Lieben da draußen an den Monitoren. Ich lade euch wieder herzlich ein zu einer neuen Folge Blooms DD5. Und wie ihr wisst, werde ich immer erst das Geld einsacken und dann mal sehen, dann geht's los. Ja. Heute spielen wir wieder unplatzbar und ich werde mir die Anfängerstrecken schenken und es geht dann weiter mit den Zwischentüftlern. Ja, denke ich mal so. Bloons hatten wir schon, Inselgruppe, das ist alles so schwer. Och, wisst ihr was, wir nehmen mal die Bloons-Kreise und da auf unplatzbar. Gibt 1200 Ocken. Tja. Uiuiui, was das wohl wird. Tja, ich glaube, ich habe wieder die Eistürme parat, soviel ich weiß, dass ich mit denen wieder losgehe. Denke ich mir mal so. Am Anfang nehmen wir ein bisschen was Preiswertes, den kleinen Wurfaffen. Wurfpfeilaffen. Lass ich ruhig mal auf ersten. Krieg gleich alle Schüsse. Dahinter stelle ich gleich meinen Bumerangwerfer. Wobei ich weiß, der kann ja noch nichts, aber er lernt ja schließlich. Überschall brauchen wir noch nicht, auf jeden Fall soll er stärkster werden. Und los geht's erstmal. Dann kommt man, ihr Bloonies. Ich werde auch erstmal langsam machen, ich mache nachher schneller, wenn er so ein bisschen was kann. Dann bin ich nämlich erstmal auf der sicheren Seite. Und nun sieh zu, dass wir so schnell wie möglich die 300 Ocken haben. Ja, haben wir. Das ist fein. Überschall könnte ich ja jetzt schon machen. Nee, ich aber mach nochmal weiter. Dann habe ich auch gleich das Feuer. Ich traue mich einfach mal, schneller zu machen. Was soll schon großartig passieren? So, nun haben wir auch das Glühende. Und weiter geht's. Ja, ich darf jetzt auch nicht... Ja, jetzt überlegen. Warte mal. Naja, gut. Also erstmal den Klebenwerfer. Hab nur noch 63. Ja, Geld wird ja auch allmählich mehr wieder. So. Dann wollen wir doch mal mit dem ersten hier anfangen. Mit dem ersten Eis anfangen. Nein, noch nicht. Muss ja noch ein bisschen stärker werden. Ja, Dauerfrosch schon mal einsetzen. Jo, und dann werde ich auch gleichzeitig mal sehen, dass die gefrorenen Bloons noch, dass da noch eine Schicht platzt. Ich glaube, mehr darf ich mich da aber nicht aufhalten. Mit, das wäre nicht gut. Auf der anderen Seite setze ich auch noch mal Eis hin. Warte, hier habe ich gedacht, so. Da kommt noch mal Eis hin. Wir machen noch eine Runde. Dann kann ich ein bisschen mehr käupen. Oder tiefrieren. Oh, wir nehmen schon mal tiefrieren. Genau. Tiefrieren müsste ich bei dem anderen ja auch nehmen. Ja, machen wir auch. So. Das haben wir auch. Dann kriegst du schon mal dein Auge. Eventuell dein Auge. Ja, kriegst du. Nicht nur eventuell. So. Jo, Palmen wären nicht schlecht. Auf jeden Fall brauche ich eine Palme. Oh, das wird jetzt schon ein bisschen gefährlich, denke ich mal. Das ist nicht gut. Palme habe ich auch noch nicht. Nee, da muss noch was passieren. So geht das nicht. Warte mal. Nein, wollen wir nicht. Aber, ja. Ich nehme noch so ein, das nützt ja nur alles nichts. So, dann kann er die von der Seite kommen auch angreifen. Jawohl, auf stärksten. Überknall oder Schall und dann Feuer unterm Popo. Ich habe kein Geld mehr. Oh Mensch. Nee. Jawohl. Ah. Gucke mal, so sieht das doch nicht schlecht aus. So habe ich ein bisschen Absicherung. Nicht viel, aber immerhin.
bis ich so die Eistürme weiter ausbauen kann. Entweder die oder neuen Eis. Ich könnte so drumherum Eis machen, ne? Uiuiui, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder aber, ich mache es ganz anders. Ich stelle noch einen dahin. Ja, nee, so. Ach, das ist ja gar nicht so einfach. Den glühenden unterm Hintern und dann auf dieser Seite auch noch mal ein. Nee, da, genau dahin. Und dann warten wir erstmal auf Kohle. Ja, die Kohle. Komm schon. Komm, ich brauche Geld. Ich brauche noch mehr Geld. Ich möchte dich hier noch machen. Lass mich doch mal Geld haben, so. Gut, wo sind wir jetzt? 120. Hast du dein Auge? Ja, hast du. Uiuiui. Also gut. Da ist denn das... Oh, der ist durchgekommen. Ich habe kein Leben. Was? So kurze Runde? Oh, ich habe doch irgendwas verpeilt. Och, das tut mir nun leid. Macht nichts. Machen wir nachher nochmal eine. Probieren wir nachher nochmal. Mann, das habe ich gar nicht gemerkt, gar nicht mitgekriegt. Da war ich zu leichtsinnig. Ach, was soll's. Tut mir leid, ihr Lieben. Nächstes Mal wird wieder besser. Dann passe ich ein bisschen mehr auf. Ja, dann muss ich jetzt erstmal Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.